Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten, nachher schon wieder Sandwich. Ah, oh, mal bequem hinsetzen hier. Ja, SCVL gegen den hallischen FC aus Halle. Was ist Halle an der Saale? Ist ja auch Banane. Auf jeden Fall Wolf Fuß und Frank Buschmann, die sind noch immer irgendwo. So, in der Benteler Arena. Ja, nachdem wir ja in der letzten Runde den ersten FC Heidenheim aus dem DFB-Pokal geschmissen haben. Bisher stehen wir sehr gut da. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Ich weiß nicht gegen wen. Aber ist mir eigentlich auch relativ. Wir zeigen Leistung. Gut, mein Spieler, der zeigt ganz besonders viel, nämlich dass er im Arsch ist. Es gibt eine Ecke, was... Ja gut, wir sind müde, es ist schon das dritte Spiel. Ja, triffsicherstes Team, 35 Tore. Wien Wiesbaden, 22. Gegen Mannheim müssen wir auch noch ran. Ich glaube, hier noch müssen wir gegen Lübeck. Oh, sehr hohe Reihen. Uiuiuiui. Und wieder eine Ecke. Also die Haller, die machen uns hier ganz schön das Leben schwer. Und hui! Da herrscht Konfuzius. Hallo, ich stehe hier vollkommen frei. Ganz, ganz groß. Leider. Aber gut gemacht. Ich brauche immer noch ein Tor. Ich muss ja schließlich meine Quote erfüllen. Weil sonst kriege ich Probleme. So, Yildirim. My best friend. Wollte ich mal so gesagt haben. You've got the friend in me. Oh, das war fies. Er hat mich aber umgenietet. Umgeholzt hat er mich. Umgeholzt, holzt, holzt. Baum fällt, aber ich bin leider kein Kanadier. Ja, den habe ich aber mitgerissen hier. Arschkeks. Oh, Leute, aufpassen. Ich sagte aufpassen. Spielen hier schön in den Rücken unserer Abwehr. Sage ich doch! Und Tor. 0-1. Vom an den Innenpfosten, aber nicht schlecht. Wer war das? Manu? Alter, was? Sunmaker ist ganz schön viel hier am Sponsern. Ja, gucken hier. Innenpfosten dann rein. Respekt. Ja gut, gegen Leute in roten Trikots haben wir bisher so ziemlich jedes Spiel verloren. Erster FC Kaiserslautern. Jetzt der hallische FC. Er hat keine Anspielstation. Doch hat er. Zum Koten. Kotenhausen. Und ihr lacht. Das Dorf geht's wirklich. Ich bin schon durchgefahren. Oder war das Kuttenhausen? Kann auch sein Kuttenhausen. Ist mir aber auch Banane. Totenhausen gibt es auch noch. Wenn man da reinfährt, das erste, was man sieht, ist Grabsteinhändler. Was an Ironie nicht zu über... B! Ich krieg doch die Tür bald nicht zu. Ich krieg die Tür nicht zu. Jetzt steht schon 0 zu 2. Also ich glaube, wir kriegen hier richtig die Jacke gerade voll.
Na gut, die Spieler sind müde. Nach dem Spiel gegen Heidenheim. Ja, da stand ich nicht, aber naja. Was hat der Trainer vorher gesagt? Die kommenden Partien sind allesamt machbar. Ha, haben die aber nicht mit dem Halleschen FC gerechnet. Ach, mach. Ja, ja, ja. Bild. Und jetzt schieß! Ja, der Trainer sagt schon, da müsst ihr und dann drücken und dann klappt das auch. Ah, da stand ein Haller im Weg. Ein Haller. Das wohl geheilt hat. Okay, der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Egal, noch ist nicht aller Tage Abend. Gut, wir waren noch nie 2-0 im Rückstand. Darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt bin ich auch noch verletzt. Und ich glaube, gleich könnte es knallen oder noch nicht. Oh, was mache ich denn für ein Blödsinn? Wieso? Verstehe ich nicht. Ich wollte den Befehl geben, ne, dass er mir einen langen Pass gibt, einen freien Raum. Und mit einmal passt meiner hier weiter. Was soll denn das? Oh, meine Fresse. Ich hoffe, ich werde nicht. Nee, werde nicht ausgewechselt. Das ist auch gut so. Ja, ich habe eine Verletzung, aber die ist nicht weiter tragisch. Ja, ja, habe ich schon gelesen. Zähne zusammenbeißen und durch. Das wird wieder. Muss aber nur ein Tor schießen. Dann gibt es die Wunderheilung. Oder auch nicht. Boah, wenn ich jetzt natürlich Wochen, Monate ausfalle, dann wäre das bad. Really, really bad. It's Batman. Wofür laufe ich mich frei? Und ruff! Nee. Alter, ich krieg die Tür nicht bald nicht mehr zu. Ja, das war schon wieder mit dem Angriff. Ja, verteidigen tun sie auf jeden Fall gut. Und die erste Halbzeit ist gleich. Oh, 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 oh. Das war nicht schön. Ja, das war's gleich. Schießen raus. 0:2 hinten. Ah. Nein, gefällt mir nicht. Ist nicht gut. So, wie steht's denn bei den anderen? Naja, wie soll es bei den anderen stehen? Ergebnis, ne? Naja, besten Ballverteiler. Mal gucken, ob wir jetzt das Spiel noch drehen können oder zumindest ein Unentschieden daraus wuchten. Man kann ja nie wissen. Warum? Ich sage nichts.
Oh, meine Fresse, nee. Alter, allmählich geht's mir auf den Sack. Man drückt und drückt und drückt. Ich weiß, das ist typische Gamer-Aussage. Ich hab gedrückt! Boah, ich hätte jetzt schon fast das 0 zu 3 gesehen. Ja, du musst, ne, den Ball wieder ins Spiel bringen. Da ist er über mich rüber geplumpst. Ich muss ganz dringend an meiner Ausdauer arbeiten. Ich müsste mal ein anderes Trainingsprogramm einstellen. Ja, mal gucken, was wir da so haben. 0-3, ich werde bekloppt. Nein, das ist nicht unser Spiel. Gegen Halle auf gar keinen Fall. 0 zu 3. Eieiei. Ja, das Spiel können wir abhaken. Das Spiel können wir als Debakel verbuchen. Wollt ihr den da ewig hinten drin? Ihr seid nicht in Führung. So, ach so. Jawohl, wenigstens 1-3. Wenigstens etwas. Aber er hat auch nochmal gepasst. Ach, hier drin wieder. Ja, ich bin noch drinne. Aber immerhin 1-3. Wenigstens Verkürzung. Wir haben Ehrentreffer. Wenigstens nicht zu 0 untergegangen. Und das ist doch schon die Hauptsache. Oh, das wäre jetzt nice gewesen, wenn den jetzt ein Eigentor gemacht hätte. Ah, wird wieder gewechselt. Oh, 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 ist noch heiß, ist noch heiß. Mal das Spiel. Spiel. Ernsthaft. FIFA. G steht für gönnen. Leute, lasst das doch mit den Kopfbällen. Also mit Flanken auf mich. Das bringt nix. Wann schnallen die das? Viertelstunde noch zu spielen? Also Ingame-Uhr. Oh, und noch eine Ecke für Halle. Ey, kannst du die nicht festhalten? Muss mir schimpfen hier. Mast kommt für Manu. War Manu nicht auch der Torschütze zum 1-0? Ja, ich gehe ja schon weiter in die Mitte. Oh, 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 oh.
Oh, ich habe eine Ecke für uns rausgeholt. Aber dabei bleibt es auch. Aber immerhin 1:3 nur verloren. Ich finde, das geht noch. Gibt Schlimmeres. Oh, jetzt schön. Oh, 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 ich muss nach vorne. Ich muss nach vorne. Aber immerhin, wir geben uns nicht auf. Wir wollen irgendwie doch was erreichen. Und Schuss! Jawohl! Ich kann noch mal tanzen! Ahu! Shakabalu! Bata! Shakada! Wir sind 2:3. Sehr schön, und dann mit links. Immerhin, ich habe mal wieder ein Tor geschossen. 85. Minute, es ist wieder alles drin. Zumindest ein Unentschieden wäre... im Optimalfall noch drinne. Sind wieder im Spiel 3:3 und ich tanze erneut. I'm dancing, und da geht's einmal rüber, schön positioniert, und dann Volley aus dem Lauf. Hat der Torwart sich mit der Ecke verschätzt, hat wahrscheinlich gleich schießt von ihm aus links, aber nein, ich verlängere in die Laufrichtung, und damit macht mich jetzt schon irgendwie geil. Ein 2:0 und 1:3 Rückstand noch in ein Unentschieden zurückgewemselt. Jetzt heißt es cremig bleiben und nicht das 3:4 kassieren. Lass das bloß beim Unentschieden. Komm, 2 Minuten sind noch auf der Uhr, das können wir schaffen. Na gut, so nicht. Und jetzt alles nach hinten. Alles nach hinten, Jungs. Nicht irgendwas zulassen. Perfekt, hauen weg, hauen weg. Einfach weg. Ja, perfekt, 3:3. Kann ich gut mit existieren. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ein 3:3 noch rausgezogen. Obwohl es wirklich erst so aus war, dass wir hier Klatsche kriegen. Haben wir trotzdem noch einen Unentschieden. Also wir können stolz auf uns sein. Und ich habe 2 Tore geschossen. Wuhu! Das war's mit diesem Spiel. Als nächstes geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen wen auch immer. Bis dahin verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen, geschaut und au revoir.